Formal 1 star Verstappen sichert sich pole position in Imola. Bericht Body. Font family Arial sans serif. Line height 1.6. Margin arrow padding 0. Act brown color F4, F4. Dot container with 80%. Margin auto. Overflow hidden. Header. Background 35424 a Color. Padding top 30px. Min height 70px. Border bottom E8491D 3px solid. Header A. Color FFF. Text decoration none. Text transform uppercase. Font size 16px. Header ul padding 0. List style none. Line height none. Header li left. Display inline. Padding 0 20px 0 20px. Header branding float left. Header branding h1 margin 0. Header nav float right. Margin top 10px. Header dot highlight. Header dot current a color e8491d. Font weight bold. Header a hover color ccc. Font weight bold. Dot content display flex. Flex direction column. Justify content center. padding 20px background margin-top 30px Sportnachrichten Home Nachrichten Kontakt Der Aufstieg eines Champions Max Verstappen brilliert erneut Am heutigen Samstag dem 18. Mai 24 Taggar, schrieb sich Max Verstappen erneut in die Geschichtsbücher der Formel 1 ein indem er sich die Pole Position für den Großen Preis von Imola sicherte Diese Leistung markiert einen weiteren Meilenstein in der beeindruckenden Karriere des niederländischen Rennfahrers der sich nun fest als einer der besten Fahrer seiner Generation etabliert hat. Einblicke in das Qualifying. Der Autodromo Internationale Enzo Edino Ferrari, besser bekannt als Imola, stellte die Fahrer wie gewohnt vor eine Herausforderung. Die Strecke mit ihrer Mischung aus schnellen, geraden und kurvenreichen Sektoren verlangte den Fahrern hohe Konzentration und präzises Fahrverhalten ab. Verstappen stach jedoch durch präzises Handling und unübertroffene Geschwindigkeit hervor und sicherte sich die Pole Position mit einer beeindruckenden Zeit von 1:14.633 Minuten. Reaktionen aus dem Fahrerlager. Nach dem Qualifying äußerte sich Verstappen gegenüber den Medien: Das Auto war heute einfach phänomenal. Das Team hat großartige Arbeit geleistet, um uns die bestmögliche Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag zu verschaffen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und freue mich auf ein spannendes Rennen. Auch sein Teamchef, Christian Horner, fand lobende Worte. Max hat heute wieder einmal gezeigt, warum er zu den besten Fahrern der Welt gehört. Seine Fähigkeit, das Beste aus dem Auto herauszuholen, ist beeindruckend. Das Team hat herausragend gearbeitet und wir sind zuversichtlich für das Rennen. Die Verfolger. Ein Blick aufs restliche Feld. Nicht nur verstappen, auch die anderen Top-Fahrer sorgten für spannende Momente im Qualifying. Lewis Hamilton, der siebenfache Weltmeister, belegte den zweiten Platz und lag nur um 0,137 Sekunden hinter Verstappen. Hamilton zeigte sich kämpferisch. Es war knapp, aber wir sind in einer guten Position für morgen. Ich freue mich auf den Kampf gegen Max und hoffentlich auf einen Sieg. Auf Platz 3 landete Charles Leclerc im Ferrari der seine Fans an der Strecke mit einer starken Leistung begeisterte. Es ist immer etwas Besonderes, hier in Imola zu fahren. Und die Fans haben uns heute unglaublich unterstützt. Das gibt uns zusätzlichen Ansporn für das Rennen, kommentierte Leclerc. Analyse. Was bedeutet die Pole-Position für Verstappen? Die Pole-Position in Imola ist für Verstappen ein weiterer wichtiger Schritt in seiner Mission, den Weltmeistertitel zu verteidigen. In einer Saison, die bisher von engen Duellen und überraschenden Wendungen geprägt ist, könnte dieses Ergebnis für ihn ein entscheidender Vorteil sein. Der Start von der Pole-Position bietet ihm nicht nur freie Sicht auf die Strecke, sondern auch die Möglichkeit, das Tempo des Rennens zu bestimmen und potenzielle Gefahren in den ersten Kurven zu vermeiden. Angesichts der Konkurrenz allen voran Hamilton und Leclerc wird Verstappen jedoch keine Atempause gegönnt. Beide Fahrer haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, aus jeder Position heraus zu gewinnen und werden am Sonntag alles daran setzen, ihm das Leben schwer zu machen. Technische Details. Red Bull Racing auf dem Vormarsch. Ein wesentlicher Faktor für Verstappens Erfolg ist die kontinuierliche Verbesserung des Red Bull Racing Teams. Die Ingenieure und Mechaniker des Teams haben in dieser Saison unermüdlich gearbeitet, um das Auto zu verbessern. Besonders auffallend war die aerodynamische Effizienz des Fahrzeugs, die es Verstappen ermöglichte, hohe Geschwindigkeiten auf den Geraden zu erreichen und dennoch in den Kurven präzise zu bleiben. Wir haben viele kleine Anpassungen vorgenommen, die sich summiert haben, erklärte Chefingenieur Pierre Vachet. Das Auto ist in dieser Saison eine echte Waffe und Max nutzt das Potenzial voll aus. Wir haben noch einige Verbesserungen in der Pipeline, die in den kommenden Rennen zum Einsatz kommen werden. Die Strategie für das Rennen. Das Rennen am Sonntag wird nicht nur eine Frage der Geschwindigkeit, sondern auch der Strategie sein. Reifenwahl, Boxenstopps und das Wetter könnten eine entscheidende Rolle spielen. Für Verstappen und sein Team wird es entscheidend sein, die perfekte Balance zwischen Aggressivität und Vorsicht zu finden. Analytiker spekulieren, dass ein früher Boxenstopp und der Einsatz von weichen Reifen Verstappen einen Vorteil verschaffen könnten, besonders wenn es ihm gelingt, in den ersten Runden eine solide Führung aufzubauen. Doch auch ein möglicher Wetterumschwung könnte das Rennen beeinflussen. Wettervorhersagen deuten auf mögliche Regenfälle hin, was die Bedingungen erheblich verändern und den Teams Flexibilität abverlangen könnte. Red Bull Racing wird sicherlich verschiedene Szenarien durchspielen und sich auf alle Eventualitäten vorbereiten. Wir haben mehrere Pläne in der Schublade, je nachdem, wie sich das Rennen entwickelt, sagte Horner. Es wird darauf ankommen, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Die Bedeutung für die Meisterschaft. Mit Verstappen in der Pole-Position wird das Rennen in Imola zu einem wichtigen Punkt in der Meisterschaftsentscheidung. Jeder Punkt zählt, und ein Sieg würde Verstappen nicht nur die maximale Punktzahl einbringen, sondern auch psychologischen Druck auf seine Konkurrenten ausüben. Experten sind sich einig, dass Verstappen derzeit in der Form seines Lebens ist. Die Kombination aus Talent, Erfahrung und einem starken Team im Rücken verschafft ihm alle Voraussetzungen, um weiterhin erfolgreich zu sein. Die Konkurrenz, insbesondere Hamilton und Leclerc, werden jedoch alles daran setzen, ihm das Leben schwer zu machen. Vorfreude auf ein spannendes Rennen. Die Motorsportwelt blickt gespannt auf den Großen Preis von Imola. Die Voraussetzungen könnten kaum besser sein. Ein spannendes Qualifying, hochmotivierte Fahrer und ein packendes Rennen in Aussicht. Die Fans dürfen sich auf ein Spektakel freuen, das hoffentlich ebenso spannend und fesselnd wird wie die bisherigen Rennen in dieser Saison. Eines ist sicher, ganz gleich wie das Rennen ausgeht. Max Verstappen hat einmal mehr bewiesen, dass er zu den Besten gehört. Sein Talent und seine Entschlossenheit machen jeden Grand Prix zu einem Muss für alle Motorsport-Enthusiasten. Autor Anita Farke, Samstag, 18. Mai 24.